Herzlich willkommen auf Bohol, unsere erste Insel in unserem Philippinentrip. Wenn ihr unser Manila-Video noch nicht gesehen habt, dann schaut doch da gerne noch vorbei. Aber wir werden jetzt als Familie die Insel Bohol Panglao genauer erkunden und wir nehmen euch mit. Aber zuerst kommen wir erstmal ganz in Ruhe hier an. Wir erfreuen uns des schönen Meerblickes und Schokolade. Ist das eine Ananas? Nee, das ist ähnlich wie Ananas, aber das ist kein Ananas. Angekommen der Mall. Das waren jetzt wirklich nur 2 Minuten Tuk-Tuk-Fahrt. Das war eine kleine ruckelige Angelegenheit. Aber zu Fuß wären wir jetzt nicht gegangen. Es ist brühende Mittagshitze. Jetzt suchen wir uns was zu essen. Wir müssen erstmal schauen. Hier ist so ein Foodspot und da mussten wir jetzt einfach mal schnell Mittag essen und jetzt sind unsere Bäuche voll und jetzt kann es endlich losgehen. Wir können hier endlich anfangen zu entspannen. Wir gehen nämlich heute noch in den Pool, habe ich gehört. Und deswegen wollte ich noch ein Schwimmbrett für Noah holen. Da war ein Hulk-Schwimmbrett. Ihr Lieben, Bohol Tag Nummer 2. Wir haben gestern ein bisschen gebraucht, um anzukommen. Es ist doch noch ein bisschen anders. Die Luftfeuchtigkeit hier ist sehr hoch. Und ja, heute hat es ein bisschen geregnet leider. Das heißt, wir sind jetzt hier in der Gegend, wo bei Alona Beach, wo eigentlich Halligalli ist. Also das meiste an Restaurants und Hotels sind eher hier. Unser Hotel ist ja ein bisschen um die Ecke. 15 Minuten mit dem Tuk-Tuk sind wir gerade gefahren. Und jetzt haben wir einen Laden angesteuert, der heißt Chaka. Und hier gibt es auch vegane Burger und eigentlich ist alles vegan. Ich wusste das eigentlich gar nicht. Ich dachte, hier gibt es vegane Optionen, aber es ist anscheinend alles vegan. Ist ja mal was anderes. Wir haben ja die letzten Tage super viel Fleisch gegessen. Also bin ich ganz froh darüber, auch mal hier eine gesündere Alternative gefunden zu haben. Und diesen Spot habe ich übrigens schon auf einem YouTube-Video entdeckt. Und den verlinke ich euch unten mal in der Infobox. Jetzt erstmal Cappuccino Hafermilch. Cappuccino mit Hafermilch trinken. Wir haben auch gerade unsere Wäsche abgegeben hier in der Nähe. Und dafür habe ich jetzt 120 Pesos gezahlt. Und die Zitrone kann man nicht reinbeißen. Ja, da muss man aber auch Bock drauf haben auf den Alona Beach, weil da gehen eigentlich alle Leute nur durch den Strand. Da gehen wir jetzt einfach lang. Also wenn ich persönlich jetzt an einem hochfrequentierten Strand ein Hotel buchen würde, dann wäre das für mich okay. Aber ich wollte gerne einen Strand nur für uns im Hotel, weißt du? Und da kommen keine externe Leute durch. Das ist Golden Kokos, ne? Goldene Kokos? Ja, das ist Golden Kokos. Wir machen jetzt einen kleinen Umweg. Wir laufen einmal durch ein Resort, das Hinan Resort. Und wir gehen jetzt zum Alona Beach. Am Alona Beach angekommen. Laufen zusammen. Hier ist aber was los. Hier geht's richtig rund. Also hier sind wir gerade durch, das ist das Hotel. Und hier seht ihr, wir werden dann den Weg zurücklaufen, bis es nicht mehr geht. Ja, das ist schon kaputt, aber den nicht. Ne? Tagsüber mit Mückenspray einsprühen. Ich habe schon eine Mückenstich kassiert, als ich gerade auf Klo war. Wir warten hier auf unseren Tuk-Tuk-Driver, der uns jetzt hier abholt und zurück ins Hotel bringt. Nach unserem kleinen Beach-Spaziergang haben wir jetzt irgendwie eine Abkürzung versucht zu nehmen und sind hier gelandet. Da ist unser Tuk-Tuk-Fahrer. Hallo! Wieder da, haben uns gerade mal eine Paarmassage gegönnt.
während die Kinder bei meiner Mama waren. Und das, Leute, ist das erste Mal nach 7 Jahren Paarmassage. Also im Urlaub, ne? Im Urlaub. Du hast ja immer ein Kind, auf das du aufpassen musst. Oder zwei sogar. Hapsi! Alles okay? This island, because you see in the vlog. Yes. This is your first time here. Yes. Very nice, right? First time. Ich habe jetzt hier eine Kette gefunden und die Frau macht die Ketten selber aus Muscheln. Und ich finde, man sollte immer Leute supporten vor Ort, die das selber machen, handmade. Und deswegen hole ich jetzt noch ein Armband für meine kleine Tochter. Mal kleiner für Naila. Nailas kleines Ärmchen. Say hi. Hi. Und wisst ihr was? Ich habe sie schon getroffen. Ich habe sie schon gesehen in einem anderen Video. Da war sie nämlich hier auf der Seite mit einem amerikanischen Vloggerpaar. Und da habe ich sie schon gesehen. Und jetzt kam sie mir so bekannt vor. Also muss ich hier auch was kaufen. Das ist auf jeden Fall toll. Ohne. Aber wo ist denn jetzt die Drohne, Papa? So, ihr seht, auf der Seite, wo unser Boot geparkt hat, anscheinend war doch die bessere Seite, weil hier ist weniger los. Die Restaurants sind natürlich alle auf der Seite, wo wir gerade langgelatscht sind. Aber hier ist natürlich viel entspannter und hat auch was von einer ruhigeren Insel als auf der anderen Seite. Am Abend waren wir noch in einem Restaurant Abendessen. Das hatte ich auf Instagram rausgesucht. Es heißt The Mist und das war super schön. Es war so ein bisschen aufgebaut wie ein Baumhaus. War sehr interessant und das Essen war sehr lecker. Das ist Seafood, Mama. Die Nudeln sind so mit Seafood. Heute haben wir einen Ausflug hierhin gemacht, auf der anderen Seite von unserem Hotel. Weil unser Strand ist ja leider voll mit Seaweed. Und deswegen wollten wir einen sauberen Strand, der nicht so voll ist. Und falls ihr nach Bohol kommen solltet, ist das der Strand, wo wenig los ist. Nämlich zwischen zwei Hotels. Ich schreibe euch mal hier unten die Hotelnamen rein, dann wisst ihr nämlich Bescheid. Und hier haben wir uns einfach hingepflanzt mit unserem Handtuch und hier ist einfach nicht so viel los. Und es sind Palmen für Schatten, das ist das Wichtigste. Ich hoffe, du bist hier sicher, Maus. Es ist auch super ruhig, nicht so wie im Alona Beach. Und bei uns ist halt der Strand nicht so schön oder nicht so sauber. Ich habe nämlich heute ein bisschen Beach Cleanup gemacht. Ich blende euch mal ein Bild ein von meinem Beach Cleanup. Und ja, das ist die traurige Wahrheit, ne? Die Meere sind halt alle verschmutzt mit Plastik. Wenn jeder so ein bisschen macht, dann trägt es zu etwas Großem bei. Und deswegen, wenn ich immer am Strand bin oder an Seen und ich sehe irgendwas Dreckiges, dann sammle ich das ein. Ich kann gar nicht anders. Ich finde das ganz schrecklich. Guck mal, hier ist sogar eine Schaukel. Guck mal, wie schön das hier aussieht, Noah. Hier ist nochmal ein anderes Hotel. Ich glaube, es heißt Beach Club Hotel. Sind hier in einem Tajir Sanctuary, heißt das. Hier leben ganz kleine Primaten. Die sehen aus wie kleine Äffchen mit ganz großen Augen und ganz großen Händchen, so klein ungefähr. Aber man muss leise sein, weil die Tiere
so gute Ohren haben. Und deswegen flüstern wir ab jetzt hier. Und dafür ist diese Insel hier bekannt, Bohol. Und da gibt es einige von diesen Sanctuaries. Und das ist auch wichtig, dass man nur zu diesen Sanctuaries geht und nicht irgendwo anders hin, dass sie in ihrer freien Umgebung hier hinter mir leben können. Wir sind jetzt hier auf dem Bötchen durch den Lobok River. Das seht ihr hier im Hintergrund. Ich mache gleich ein paar Aufnahmen und jetzt gibt es erstmal was zum Mittag. Geholt im Bohol Beach Club. Das ist nämlich dieser Strand, wo wir letztens schon waren, mit den schönen Palmen und dem wunderschönen Strand. Und wir haben uns gedacht, heute ist unser letzter Tag in Bohol. Andrea hatte extra gefragt, wie teuer der Day Pass wäre. Der kostet dann um die 1500 Pesos und Essen ist inkludiert. Genau, damit die Kinder auch mal ein bisschen im Meer planschen können, haben wir das jetzt gemacht, weil leider bei uns ist ja Algen und ganz schön viel Wind auf unserer Seite des Hotels. Leider, leider. Ich dachte eigentlich, auf unserer Seite wäre es ein bisschen ruhiger. Dadurch, dass das so eine kleine Bucht ist, ist dort der meiste Wind. Also die Sonne ist noch nicht da, die kommt immer mal wieder raus und manchmal regnet es auch, obwohl gar keine Regensaison ist. Es bleiben immer Regenwolken hier. Also wir hatten jetzt ein paar Sonntage da, immer mal wieder bewölkt, immer mal wieder starke Schauer und dann lassen sie auch wieder nach und ich spüre jetzt wieder ein paar Regentropfen kommen. Der Wind wird stärker. Mal sehen, was jetzt auf uns zukommt. Also es ist einfach so toll mit den Hängematten hier für die Kinder. Es ist einfach so schön. Ein paar Infos zu Bohol wollte ich euch noch durchgeben. Also Phang Lao ist ein Zipfel von Bohol. Da sind alle Hotels angesiedelt. Wir waren ja bei den Tajir Sanctuaries. Also das hat uns dann eine Stunde gekostet, mit dem Auto dorthin zu fahren. Eines meiner Kinder leidet so ein bisschen an Reiseübelkeit. Da habe ich so Medizin besorgt und es funktioniert einfach wunderbar. Entweder es liegt an der Medizin oder an der smoothen Fahrweise. Es hat gut geklappt. Es geht auf die nächste Insel namens Boracay und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit am Start. Und wir sehen uns da wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss!